Was geht ab, Leute? Shop-Analyse auf dem Server Kebing, das Format, für das du diesen Kanal abonniert hast, nach so langer Zeit endlich mal wieder da. Und es wird ein wichtiges Thema thematisiert, nämlich Xier T5 Preisdumping. Jeder weiß, ich bin ein Xier T5 Enjoyer. Ich liebe Xier T5. Mir haben auch viele Leute aus der Community den Geheimtipp gegeben, dass Bijou wieder Xier gibt, Kerzen, dann der eine Reseller-Homie, der Bisasam und wer was noch? Achso, XKV, Mega-Legende, ewig in der Community. Jo, danke an den Tipp. Also zur Info, Bijou gibt wieder Xier T5. Zurzeit ist aber komisch, wann die halt offen ist, die KQ. Müsst ihr mal gucken. Naja. Genau, und mir ist aber aufgefallen, dass die Xier immer weiter im Preis sinken. Und da will ich hier wirklich mal entgegenarbeiten heute. Wir könnten uns auch doch auf eine Preisuntergrenze von 1,3 Gold pro Xier einigen. Da wäre ich als erfolgreicher Xier-Farmer schon zufrieden mit. Alles andere, finde ich, ist Preisdumping, ist ein Race to the Bottom. Ja, hatten wir schon oft den Begriff, gerade hier zu Anfangszeiten von Gaming. Schnickschnagen. Yo, Schnickschnag. Das ist so. Kannst du eine Sekunde normal sein? Schnickschnack, Doppelpunkt. Oh mein Lord. Achso, wir müssen aber den Markt anvisieren. Ja. Mein Gold hat sich auch schon wiederholt. Ich bin jetzt so bei 40 Gold ungefähr. Ich spare auf 1,5 Gem für. Oh, Alter, das. Ich muss mich hier. Warte mal. Sorry, hier war gerade zu viel los. Das regt richtig auf. Wir gehen mal wieder zu dem Oldschool-Platz, wo wir mal früher waren. Ja, hier der legendäre Platz mit der Felswand. Na, das. Oh, das ist doch angenehmer. Ja, genau. Also ich habe wieder so 40 Gold. Ich spare auf die Slime Backpack. Die Slime Backpack war letztens für 1,5 Gem drin, die handelbare. Würde auch ein bisschen dauern, ich die zusammen habe. Ich habe auch noch ganz viele Xier T5, die ich noch gar nicht verkauft habe. Ne? Also, ja. Ach so, und wenn ihr viel Gem verdienen wollt, Malefa HC, ne, da droppt ihr so ein Zeug. Und mein Homie hier, der Bisasam, meinte, der hat mal irgendwas davon für 10 Gem verkauft. Vermutlich gute Ohrringe mit guten Stats dann halt. Ne? Ach, ich weiß nicht, was hier den Preis bestimmt. Irgendwie sehen die alle gleich aus. Keine Ahnung. Nymphen, Alter. Okay, das sind brutale Nymphenohrringe. Das einzige Problem ist, es machen sich nicht so viele Leute Low-Level-Permchas auf Kebing. Also jetzt im 60er-Bereich zumindest. Aber an sich sind die strong. Und was ich nochmal hervorheben wollte für die Leute, die lange nicht mehr gespielt haben: Auf Kebing gibt es keine Stud-Reroll-Hammer. Das ist der große Unterschied. Deswegen sind die so gut. Auf den anderen Zeilen kannst du mal rerollen, bis du die Wunschsatz hast. Was ist eigentlich die Karte? Ich weiß es nicht. Schreib es in die Kommentare, was die ist. Der eine Oldschool-Homie wird es wieder wissen. Würde mich mal interessieren, weil du ja, die hat einen coolen Namen, der König des Uralten Reiches. Könnte das eine Helga-Karte sein, das seltene? Weiß ich nicht. Na, wobei, gibt es eigentlich zwei S-Karten vom selben Vieh? Ich glaube nicht, oder? Ach, keine Ahnung. Boah, sowas kostet ein Gem, Alter? Da an den Dingern stört mich halt das Gebundene, ne? Ich habe mir jetzt so eine 105er Blue geholt für meinen Jäger. Die werde ich einfach wegwerfen, wenn ich halt eine 115 Green nehme. Und dann hole ich mir eine 120er Orange, die dann wieder nicht gebunden ist. So mache ich das meistens. Warte mal. Fisch auf Rädern? Ihr wollt mir sagen, dass ihr Fisch auf Rädern höher bewertet als Sir Richard van Bling? Achso, ich wollte noch den Opener machen mit. Shoutout an die Sir Richard von Bling Gang. Ja, da hat mich hier Schnickschnack durcheinander gebracht mit ihrer Schnickschnackigkeit, Alter. Teddy der Rotzlöffel, muss ich zugeben, ist ein cooles Reittier. Wusste ja auch gar nicht, dass der permanent handelbar ist. Das ist diese schwarze Katze, die so coole Moves macht. Ja, kann man rocken, kann man zocken. Fisch auf Rädern? Fisch auf Rädern? Ihr wollt mir sagen, dass Fisch auf Rädern in eurer Vorstellung mehr wert ist als Sir Richard von Bling? Ihr habt keine Ahnung von Wirtschaft, ihr habt keine Ahnung von Style. Man muss es so deutlich sagen. So, hier haben wir Chimäre Einhand, was wahrscheinlich niemand braucht. Smaragd Drip, 45 Gebot? Alter. Habe ich mal gekauft für, ich möchte sagen, so 15 Gold. Also, das war aber relativ zur Anfangszeit zu Gaming, wo 15 Gold noch mehr wert waren als heute. Ah ja, genau das mit dem Xier wollte ich wirklich nochmal ansprechen. Was soll denn dieses Race to the Bottom, Leute? Lasst uns doch darauf einigen, unsere Xier T5 nicht unter 1,3 Gold zu verkaufen. Weil Schleimkaiser muss sich auch noch lohnen.
Schleimkaiser muss sich auch noch lohnen können, Freunde. Das kann doch nicht sein. Oh, Motti ist auch ein cooles Reittier. Aber für plus 5 würde man den für 30 Gold schnell verkaufen. Quem. Oh, what? Quem ist so günstig? Yo, Alter. Mir hat letztens noch jemand 30 Gold für den Quem. Ach so, never mind. Nee, never mind, der war plus 5. Stimmt, mein Quem war plus 5. Das ist natürlich ein gigantischer Unterschied. Ach so. Wenn ihr jetzt Reittiere abben wollt, da braucht ihr. Die meisten Leute machen das mit diesem Lucky House Kapseln, wo ihr diese Krabben da rauskriegen könnt. Weil diese Krabben sind, glaube ich, Char- oder Account-gebunden und deswegen nehmen die Leute die meistens zum Aufwerten von cooleren, handelbaren Reittieren. Genau. Was haben wir hier? Eine 114. Hast du die so viel wert? Wer kauft denn 114 gebunden? Das hat noch null Sinn, Alter. Kami. Ich muss sagen, diese Raimis verlieren so ein bisschen an Bedeutung, weil es immer mehr so neue coole Reittiere gibt. Aber die OGs werden die Raimi-Zeit nie vergessen, Leute. Die OGs. Und für die OGs mache ich diese Videos, Leute. Für wen sonst? Wenn ihr nicht mindestens 10 Jahre Fiesta online gespielt habt, braucht ihr gar nicht mit mir reden. Ich antworte euch nicht. Ne? Ich rede nur mit den OGs. Die OGs der Fiesta-Community. Nur die hier 10 Jahre gezockt haben. Die sind den Flüsterchat wert. ich gucke nicht mehr so viel nach jetzt so gewinnbringendem Zeug. Also wie bereits gesagt, ich farm halt viel Schleimkaiser und da kriege ich kriege sehr oft die Doppelixier-Kisten, ne, weil ich der gesegnete Schleimkaiser-Spieler bin. Ja. Und deswegen lohnt sich es einfach mehr für mich, als hier so diesen ganzen Stuff zu durchscrollen. Manche Leute machen das noch wie Bisasam, die Reselling-Legende. Der macht da immer noch guten Gewinn. Der meinte zum Beispiel mal irgendwas. Der hat mal irgendwie Gewinn mit diesen handelbaren Smart-Dingern gemacht. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, der hat die für 20 gekauft und für 35 verkauft. Oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Also da kann man immer noch Gewinn machen, ne? Das ist ganz klar. So, ja, weiß ich nicht. Steinbockklinge für Raimi-Fans. Steinbockling. Junge, wie kommen die auf diese Namen? Warte mal, das könnte interessant sein für den Mara-Farm-Char. Boah, ist recht günstig. Für den Mara-Farm-Char kann man ihn nehmen. Den Bogen, ne? Wobei kann man auch eine plus 6 machen, die nahezu gar nichts kostet, aber. Ich meine, 3 Gold sind jetzt auch nicht wirklich viel, ne? 3 Gold für den Mara-Farm-Char kann man auch mal in die Hand nehmen, ey. Was ist das denn? Die kenne ich gar nicht. Neue Oris? Fragezeichen. 45er Gear ist nicht ganz so beliebt. Es gibt wenig Leute, die Bienchen-Chars machen. Liegt einfach daran, dass die Drop-Chance sehr gering ist. Also ich schätze mal, in 100 Kisten habt ihr, wenn ihr Glück habt, ein Blue hier auf Kevin. Was ein bisschen wenig ist. So von der Wahrscheinlichkeit her. Deswegen farmen es nicht so viele. 70er Blues kann man auch mal gut resellen mit Ausguess drauf. Oh, guck mal. Junge, da. Das ist ein Race to the Bottom. Was macht ihr denn? Unsere Xier sind mehr wert. Unsere Xier sind mehr. Meine Güte, was macht. Dieses Xier T5 Preisdumping ist wirklich eine Katastrophe, Leute. Ich weiß nicht, was das soll. Verborgene Gefahr der Schönheit. Was soll denn die Gefahr der Schönheit bitte sein? Und was auch viele Leute mal geschrieben haben, gerade. Die von anderen Servern kommen. Die finden es immer cool, dass du hier für ein Gold so viel kaufen kannst. Guck mal, wir sind knapp die Hälfte gibt es hier für unter ein Gold aller Items in Uruga. Das ist schon ganz schön wild. Weil ein Gold, nur zur Erinnerung, in Schleimkaiser kriege ich schnell ein Gold. Ja, das ist jetzt nicht so schwer zu bekommen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass viele Casual-Spieler nicht in Schleimkaiser reinkommen und deswegen hier um jedes Silber und Gold kämpfen. Ist ja irgendwo verständlich. Aber es lohnt sich eigentlich nicht so. Wer ich weiß gar nicht, wie viel ist denn dieses Lix-Zeug überhaupt wert? Ich habe auch noch total viel davon. Ist das wirklich 500 Silber wert? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nur. Ich glaube, es ist nicht so viel wert. Oder? Ist das. Wann habe ich ja noch mehr durch Schleim. Also. Das würde ja die Schleimkaiser-Goldfarm-Methode so lächerlich broken machen, wenn selbst diese Lix-Dinger so viel wert sind. Ich bin mir nicht sicher, wie viel die wert sind. Muss ich gleich mal gucken. 115er Gear ist. Ja, gibt's alles Mögliche. Das Hexenmeister, nee, Zauberer. Zauberer war sonst immer relativ beliebt, aber das hat halt alles keine so guten Stats.
Trotzdem, ihr dürft nicht vergessen, dass 115er Zeug gute Base-Stats hat. Also ich habe mir auch 115er schon lange, lange geholt für Waldläufer. Aber halt nur so für die Base-Stats. Ach guck, Licks ist nicht so viel wert. Hätte mich auch gewundert. Hätte mich auch gewundert, wenn die so viel wert gewesen wären. Vielleicht so 100 Silber oder so, ja. Ja, Eldarin werde ich mir mal sparen. Wobei ich sagen will, wenn ihr Schnäppchen machen wollt, guckt auch immer mal in die Shops in Eldarine. Da würde ich fast sagen, hat man öfter mal ein Schnäppchen. Weil theoretisch, Leute, kann jeder in der Wildnis ein 50er Blue oder ein 60er Orange droppen. Ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, aber kann passieren. Und macht es dann halt für ein bisschen zu günstig in den Shop in Eldarin oder so. Kann passieren. Und wenn da niemand die Shops durchscrollt, findet es niemand. Bis ihr durch die Shops scrollt. Ja, Leute. Die wichtigste Message ist hier halt wirklich das Xier-T5 Preisdumping, ne? Leute, ich weiß nicht, was das soll. Wir sind alles harte Xier-T5-Farmer. Schleimkaiser ist kein easy Job. Schleimkaiser ist kein easy Business, Leute. Das kostet Zeit, das kostet Arbeit. Deswegen würde ich hier wirklich uns alle ermutigen, erstmal ruhig zu bleiben und mal in sich zu gehen. Nachzudenken, hey, sind unsere Xier-T5 nicht vielleicht mehr wert? Lasst uns darauf einigen, unsere Xier-T5 nicht unter 1,3 Gold zu verkaufen. Ja, Schleimkaiser muss ja auch noch lohnen. Ne? So, Leute, ansonsten gibt es nicht so viel zu besprechen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Fiesta Online-Video wieder. Bis dann. Nice.